Ein kleines Körbchen habe ich heute noch mal für euch. Das könnt ihr dann auch wieder als Osternestle oder einfach nur als Aufbewahrungskorb verwenden. Hier habe ich nur feste Maschen gehäkelt und das Körbchen bekommt lediglich hier oben dann einen schönen dekorativen Rand. Hier habe ich jetzt nur mit festen Maschen gehäkelt, wie beim ersten Körbchen ja auch. Nur hier werden die Zunahmen etwas anders gemacht. Ich zeige euch wieder den Anfang, wie das gemacht wird, und dann schreibe ich die Anleitung dazu. Dieses Körbchen, das habe ich jetzt mit Topflappengarn gehäkelt, und da reichen dann eben auch 50 Gramm. Ich häkel heute mit dieser Farbe, weil es hat sich noch mal jemand so eins gewünscht, eben in Pink. Und da reicht eben, wie gesagt, ein Knäuel. Wenn ihr das Körbchen größer machen möchtet, das könnt ihr natürlich. Ihr müsst einfach nur ein paar Maschen mehr zunehmen und dann eben die Reihen etwas höher häkeln, bevor ihr dann hier mit diesem Muster beginnt. Dann, wenn ihr das mit Topflappengarn macht, dann braucht ihr auf jeden Fall einen zweiten Knäuel. Gehäkelt habe ich das Körbchen jetzt mit einer Nadelstärke 4, damit das eben schön fest wird. Also wenn ihr locker häkelt, dann sowieso eine 4er Nadel, und wenn ihr normal häkelt, dann eben auch. Nur wenn ihr sehr, sehr fest häkelt, dann würde auch eine 4,5er Nadel gehen. So, ihr beginnt mit zwei Luftmaschen. Und dann häkelt ihr in die erste Luftmasche 6 feste Maschen. So, 6 Maschen. Auch hier wird die Runde wieder nicht zum Kreis geschlossen. Das heißt, es wird einfach nur in Runden gehäkelt, so dass ihr euch dann am besten vielleicht wieder eine Markierung setzt am Rundenanfang. In der ersten Runde, da werden jetzt alle Maschen verdoppelt. Das heißt, ihr geht hier in die erste Masche, die immer ein bisschen enger ist. Da muss man etwas nachhelfen. Und da häkelt ihr jetzt in alle 6 Maschen jeweils 2 feste Maschen. Ihr habt jetzt 12 Maschen in der Runde. In der nächsten Runde werden wieder alle Maschen verdoppelt, das heißt in jede Masche wieder 2 feste Maschen. Mal, und dann habt ihr nachher 24 Maschen in der Runde. Die ganze Runde wieder, 2 Maschen in jede Masche. Es werden jetzt immer 12 Maschen pro Runde zugenommen. Ihr habt jetzt 24 Maschen in der Runde. Das heißt, jetzt wird 24 geteilt durch 12 ist 2. Das heißt, in jede zweite Masche häkelt ihr jetzt 2 feste Maschen. In die erste eine feste Masche. Und dann wird die nächste verdoppelt. Das wird jetzt allerdings nicht in jeder Runde gemacht, weil sonst würde das sehr wellig werden, sondern immer nur in jeder zweiten Runde. Die erste Masche, wieder eine feste Masche, und die zweite, 2 feste Maschen. Dann wieder nur eine feste Masche und wieder 2 feste Maschen. Nach dieser Runde habt ihr dann 36 Maschen, dann häkelt ihr eine Runde ohne Zunahmen, und dann wird jede dritte Masche verdoppelt, dann wieder eine Runde ohne Zunahmen, dann jede vierte Masche. Und das macht ihr so lang, bis ihr insgesamt 84 Maschen habt. Ich schreibe euch das aber gleich nochmal rein. Wenn diese Zunahmen dann abgeschlossen sind, wenn die dann fertig sind, dann werden nach den Zunahmen noch 8 Runden nur feste Maschen gehäkelt, also ohne Zunahmen. Und dann zeige ich euch, wie es dann weitergeht. Ich bin dann soweit fertig. Ich habe die Zunahmen gehäkelt
Und dann 8 Runden noch feste Maschen ohne Zunahmen. So, und ab jetzt werden dann, also in dieser folgenden Runde, da werden jetzt Maschen abgenommen. Und zwar häkelt ihr jetzt immer noch keine Kettmasche hier, also es wird einfach noch weiter nur in Runden gehäkelt. Ab jetzt werden immer 2 Maschen zusammengehäkelt. Ihr geht jetzt in die erste Masche, holt den Faden dann in die zweite, holt den Faden und mascht die beiden zusammen ab. Dann wieder in die erste Masche, in die zweite Masche und den Faden durch beide Maschen durchziehen. Durch die erste, die zweite und durch beide durch. Dann halbiert ihr eure Maschenzahl. Dann habt ihr nachher nur noch 42 Maschen in der Runde. Da braucht man gar nicht so eng häkeln. Das braucht ihr euch keine Mühe geben. Also jetzt nicht zu locker häkeln, aber ganz normal häkeln. In die erste Masche, in die zweite Masche und zusammen abmaschen. So häkelt ihr jetzt die ganze Runde. Wenn ihr die Runde fertig habt, dann seht ihr das so ein bisschen in Form. Das hat sich jetzt so leicht verjüngt, das Ganze. Und dann werden jetzt noch 2 Runden gehäkelt. Und zwar in der nächsten Runde. In dieser Runde wird jetzt erstmal eine Kettmasche gehäkelt, hier in die erste Masche. Da holt ihr den Faden und zieht gleich durch die Schlinge durch. Eine Kettmasche. So, in der nächsten Runde, da werden jetzt Kreuzstäbchen, also doppelt zusammen abgemaschte Kreuzstäbchen, nee, Kreuzstäbchen mit doppelt zusammen abgemaschten Stäbchen gehäkelt. So war das richtig. Das habe ich ja schon mal bei einem Dreieckstuch gemacht und das machen wir jetzt hier auch, weil ich finde, das sieht richtig nett aus. Das passt ganz gut. So, Kreuzstäbchen werden ja immer, wie der Name schon sagt, über Kreuz gehäkelt. Das heißt, ihr häkelt das erste Stäbchen nicht hier in die erste Masche, wo ihr die Kettmasche reingehäkelt habt. Das ist ja die erste Masche, sondern in die zweite. Und da werden jetzt 2 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt. Da geht ihr in die Masche rein, holt den Faden und nur durch 2, also ein halbes Stäbchen, dann nochmal den Faden holen und wieder durch 2. Dann habt ihr 2 halbe Stäbchen und dann mascht ihr die beiden zusammen ab. Die nächsten zusammen abgemaschten Stäbchen, die werden jetzt in die erste Masche gehäkelt, gerade hier vorne rein. Da geht ihr mit der Nadel von vorne rein, holt den Faden und zieht erst durch 2 durch. Dann nochmal den Faden holen. Einen Umschlag und nochmal den Faden holen und durch 2 und dann mascht ihr das Ganze zusammen ab. Dann häkelt ihr eine Luftmasche. Die nächsten 2 Maschen, die werden wieder über Kreuz gehäkelt. Ihr geht zuerst in die zweite Masche. Da häkelt ihr jetzt 2 halbe Stäbchen. Und mascht wieder zusammen ab. Und dann in das erste Stäbchen da vorne. Mit der Nadel von vorne reingehen, den Faden holen, wieder durch 2. Hier muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass sich da die Wolle nicht spaltet. Mit Topflappengarn passiert das ja ganz gern mal. Aber das ist ja jetzt nur eine Runde und dann ist das Körbchen fast fertig. Dann macht man einfach ein bisschen langsamer. Nochmal den Faden holen durch 2. Und dann wird zusammen abgemascht. Und wieder eine Luftmasche. Noch einmal. Die nächsten 2 Maschen. Ihr geht wieder hier in die zweite Masche. Zwei halbe Stäbchen.
Reifen abmaschen und dann in die erste Masche. Da muss man so ein bisschen drehen, das ist wirklich nicht so lustig. Nochmal. Und wieder zusammen abmaschen. Und wieder eine Luftmasche. Jetzt machen wir gerade noch einmal. Wieder in die zweite Masche. Zwei halbe Stäbchen. Durch beide Schlaufen durch. Und auch hier in die erste Masche wieder zwei halbe Stäbchen. Und es war eben nicht so wirklich gut. Nochmal. Durch zwei. Und durch zwei. Und jetzt wieder. Und eine Luftmasche. So, das macht ihr jetzt die ganzen Runde. Die ganze Runde. Immer diese Kreuzstäbchen. So, jetzt kommt noch genau eine Runde. Ich habe die Kreuzstäbchen jetzt fertig. Und in der nächsten Runde, da werden jetzt so kleine Picots gehäkelt, die ich jetzt allerdings ein bisschen anders häkel, wie man sie normalerweise macht. Gut, da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten und ich zeige euch jetzt heute, wie ich das mache, also meistens häkel. Ihr habt jetzt hier das erste Kreuzstäbchen und die erste Masche, die geht hier so ein bisschen schräg. Das ist die erste Masche und da häkelt ihr jetzt eine Kettmasche rein. Da wird dann die Runde geschlossen. So, dann geht ihr in die nächste Masche, in die zweite. Da häkelt ihr jetzt erst eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen und nochmal eine feste Masche in die gleiche Masche. Also es kommt immer eine feste Masche, zwei Luftmaschen und eine feste Masche in die gleiche Masche. Jetzt habt ihr hier das nächste Kreuzstäbchen, das ist das erste Stäbchen und das zweite und immer in das zweite wieder eine feste Masche. Eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen und wieder eine feste Masche. Dann wieder die zwei Kreuzstäbchen in das zweite, da wieder eine feste Masche, zwei Luftmaschen und eine feste Masche. Immer hier in die zweite Masche. Da kommt immer die feste Masche rein. Eine feste Masche. Dann wieder zwei Luftmaschen und eine feste Masche. So, dann habt ihr da so einen richtig schönen Abschluss. Das häkelt ihr jetzt in der ganzen Runde immer in das zweite Kreuzstäbchen. Da immer eine feste Masche, zwei Luftmaschen und eine feste Masche. So, dann wird das Körbchen soweit fertig. Jetzt kommt noch eine Kettmasche. Hier in die erste Masche, dann wird die Runde geschlossen, Faden durchziehen, den habe ich schon abgeschnitten und das ist jetzt dann alles, was von dem Knäuel übergeblieben ist. Also ihr könntet dann, wenn ihr keinen zweiten Knäuel verwenden wollt, dann könnt ihr, ja, wird wahrscheinlich knapp werden, nochmal eine Runde mit feste Maschen, dass es eine Runde höher wird. So, dann braucht ihr das nur noch ein bisschen in Form ziehen und dann habt ihr wieder ein Osterkörble oder für meinen Aufbewahrungskorb, da kann man ja alles Mögliche dann nachher reintun. So, dann haben wir es geschafft für heute.
Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachregeln, wenn ihr möchtet, wenn euch das Körbli gefällt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss!